Servus, hier ist der Markus Semmer von The Great Outdoors. Ich nehme euch jetzt mit auf eine mehrtägige Trekkingreise. Dabei werde ich euch ein paar leicht zu kochende, einfache und super leckere Gerichte vorstellen. Und ich werde euch zeigen, welche Ausrüstung ihr benötigt, um nicht zu viel zu schleppen, aber um genau das dabei zu haben, was ihr wirklich braucht. Viel Spaß! Der Lagerplatz für die Nacht sollte immer ganz besonders gut gewählt werden. Gerade wenn ihr ein Feuer macht, ist Sicherheit natürlich oberstes Gebot. Nichts Brennbares sollte in der Nähe sein und Wasser zum Löschen sollte es natürlich auch geben. Platziert die Feuerstelle weit genug weg von eurem Zelt, dass auch bei leichtem Wind keine Funken auf euer Zelt fliegen können. Bei mir gibt es heute Abend einen gegrillten Saibling mit Rote-Bete-Risotto und dazu Zucchini. Beim Grillen von Fisch ist weniger Hitze oft mehr, denn durch das sanfte Garn bleibt der Fisch innen schön saftig und verbrennt außen nicht. Abendessenzeit. Jetzt gibt es einen gegrillten Fisch. Wenn man den nicht selber gefangen hat, kann man ihn ja doch relativ häufig kaufen. Dazu gibt es ein Rote-Bete-Risotto. Ihr seht hier nicht viel in diesem Beutel außer den Risotto-Reis. Ich habe da noch ein bisschen Brühe mit rein, Salz und Pfeffer. Und um euch besser zu zeigen, wie man eigentlich die Gerichte schon zu Hause vorbereitet, werde ich jetzt hier die Rote Beete in Pulverform schon mal mit zugeben. So, und das ist eigentlich das, das könnt ihr euch zu Hause alles schon ein bisschen vorbereiten. Das heißt, es sind dann wirklich so Trocken-Nahrungsgerichte, die wir dann einfach nur vor Ort mit ein paar wenigen frischen Zutaten noch verfeinern und uns dann was Leckeres kochen. So, und für das Risotto brauchen wir noch ein bisschen Knoblauch und Zwiebel. Die Zwiebel habe ich euch ja vorher schon gesagt, lasst den Strunk einfach dran. Einfach kurz schälen, fein würfeln, Zwiebel, Knoblauch mit ein bisschen Olivenöl anschwitzen und dann geben wir den Risotto-Reis dazu, gießen das Ganze auf. Also, jetzt wieder die Zwiebeln in den Topf geben und den Knoblauch. Zack. Und jetzt kommt ein bisschen Öl dazu. Und wie gesagt, wichtig bei den recht dünnen Töpfen, gebt immer vor dem Erhitzen schon was in den Topf. Dann vergeult der Topfboden nicht. Jetzt den Firestick starten, ganz aufdrehen. Und Topf aufstellen und dann eigentlich schon wieder runter reduzieren. Zwiebeln jetzt ein bisschen anschwitzen. Und dann geben wir den Risotto-Reis dazu und gießen das Ganze auf. Das schaut doch gar nicht schlecht aus. Jetzt hier den Risotto-Reis zu. Und ihr könnt den ruhig ein bisschen mit anschwitzen. Und jetzt ablöschen.
Habt ihr gerade mal keine Pfeffermühle dabei? Kein Problem. Einfach ein bisschen einen ausgeschliffenen Stein nehmen und zwischen zwei Steinen den Pfeffer zermahlen. Hauptsache frisch. Das Risotto einfach immer etwas Flüssigkeit nachgießen, nicht zu viel auf einmal, sonst platzen euch die Reiskörner. Und wenn der dann schon gut al dente ist, wer es dabei hat, also ich habe immer ein Stück Parmesan oder eben auch zur Brotzeit ein Stück Bergkäse dabei, aus dem Prep-Set die Reibe und einfach eine schöne Prise hier von dem Bergkäse oder vom Parmesan reinreiben. Ins Risotto kann man auch noch Butter geben, aber die habe ich jetzt beim Tracking heute nicht dabei. Deswegen reicht es einfach hier ein bisschen Käse reinzureiben, das macht das Ganze ein bisschen sämiger und es schmeckt einfach ein bisschen üppiger. Lasst euch schmecken.